Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und es gibt ein Reaction hier auf dem Kanal von dem Livestream, denn ich bin jeden Dienstag um 20 Uhr live, da könnt ihr gemeinsam mit mir zusammen reacten, ein paar Videos schauen und ja, entschuldigt bitte die noch nicht so gute Qualität, es kommt aber alles Stück für Stück, lasst gerne trotzdem ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefällt, es wird besser, ich verspreche es. Wir sehen uns, ciao! Ich würde sagen, wir starten mal mit, was mir sehr gut gefallen ist. Habt ihr mitbekommen, dass Marius hat ein Schwimmboot gebaut, das für Knossis nächstes Angelcamp ist? Das hat er als Videoreihe gemacht, mittlerweile 2 Videos. Und ich würde mir jetzt mal das 3. Video anschauen. Ich habe das nämlich noch nicht gesehen. Dann würde ich sagen, hauen wir mal rein. Gehen wir da mal drauf und wir switchen hier mal. Genau. Und dann sage ich mal, let's go. 3, 2, 1. Sagt mir mal, wie der Ton ist, ob das passt soweit. Oh, was haben die? Das geht ziemlich schief. Jimmy hat grüne Haare. Habe ich was verpasst? Habe ich was verpasst? Bevor wir das Ding jetzt zum Schwimmen testen können, müssen wir das erstmal abbauen und transportieren. Und die Frage ist jetzt, wie transportiert man ein 650 Kilo schweres Floß? Transporter. Und vor allem, das haben wir euch noch gar nicht erzählt, wir haben das ganze Ding modular gebaut. Das heißt, es besteht aus Einzelteilen, die wir so schrauben können, dass sie eigentlich rein theoretisch reinpassen sollten. In den Transporter. Das werden wir jetzt sehen. Erstmal das Ding jetzt auseinanderbauen. Übelst krass, was sie bis jetzt gebaut haben. Und es geht jetzt darum, ob das Ding auch schwimmt. Das ist ja die gute Frage. Und aber wenn man es so sieht, das Ganze, denkt man sich auch, ist eigentlich gar nicht so schwer, das selber zu bauen. Also es ist natürlich ein Haufen Arbeit, das selber zu bauen, aber bis auf, dass der Holzpreis gerade so extrem hoch ist, glaube ich, dass man so ein Boot und dann so ein, ich könnte mir vorstellen, dass ich mir das zutrauen kann, wenn ich genug Zeit und Geld habe. Jetzt bin ich gespannt. Sind auch noch Regenfässer drin. Hulk-Modus. Gar kein Problem. Hä, die Fässer oder? Also die Bodenplatte. Ja, ich glaube auch, dass die viel wiegt. Das muss jetzt in den Transporter passen. Ich hoffe, das geht auf. So, der Tag ist gekommen. Oh. Wir sind am See. Warum läuft da mein Video da oben links? Da sind Floß drin. Und weil wir keinen Bock mehr haben, die Sachen alleine rumzuschleppen, haben wir 2 Leute zur Hilfe geholt. Und zwar einmal. Hey. Ah, ich wusste doch, Simon Will. Okay, Jimmy. Jimmy, Alter. Warum hast du grüne Haare? Reinstellen. Hier vorne am Ufer werden wir gleich die Unterkonstruktion, wo das Ganze jetzt reinstellen. Jimmy, du hast grüne Haare. Simon hat ja schon eigentlich relativ lang, glaube ich, rote Haare. Jimmy, grüne Haare. By the way, hat letzte Woche, glaube ich, der Lisa eine Kontaktanfrage geschickt. Was ich an meine Alte ran oder was? Nein, Spaß. Nee, Jimmy, richtig cool. Jimmy, ja, let's go. Hier ist der See, wo wir das Ganze jetzt reinstellen. Hier vorne am Ufer werden wir gleich die Unterkonstruktion aufbauen, das ist die Terrasse und so. Und hier vom Steg aus bauen wir das Haus drauf. Dann werden wir sehen, ob wir uns nicht verrechnet haben und der Scheiß schwimmt. Top. See me rolling. Ey, kann mir jemand raussuchen, wo man so ein Fass kaufen kann? Die Lisa sucht schon, also das hier, die Lisa sucht schon die ganze Zeit nach so einem dummen Fass. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Einfach nur normales Fass oder, weil die sucht eins für, die will Brennnesseln zu Jauche machen oder so für ihren Garten. Und die sucht eigentlich so ein schraubbares Fass. Ich bin zu dumm, das zu finden irgendwie. Bitte jetzt abonnieren. Geil gemacht. Richtig geil gemacht. Sieg. Das ganze Zeug ist ausgeladen. Hier vorne steht alles für die Terrasse. Und hier vorne auf dem Steg steht alles, was wir fürs Haus brauchen. Alter, haben die schönes Wetter, oder was? Die haben richtig geiles Wetter. Jetzt fahren wir drüben die Schwimmplattform auf und hoffen, das schwimmt. Das wird jetzt spannend. Jetzt machen wir jetzt erstmal mit dem Spanngurt fest. Willst du das, Fassi? Das wird. Aber du liegst doch. Ich wollte gerade sagen. Ach Leute. Ach Leute. Da müssen 3 Kilo runter, weil Haus ist schwerer. Hä, das ist. Deswegen drin ist.
Wie haben die das vorher festgemacht? Aber nicht mit, auch mit Spanngurten oder anders? Ja, Regentonne. Ich weiß nicht, ist das eine Regentonne? Es geht schon eher um... Ja, es könnte schon eine Regentonne. Aber eine Regentonne mit Deckel sein, mit fest verschraubbaren Deckel. Dieser fest verschraubbare Deckel ist wichtig. Und wird jetzt mit so vier so einer Bolzen verbunden, damit der auch nicht auseinanderbricht. Oh, Alter, man kann hier drauf stehen, ist ja übel geil. Kann ich jetzt eine halten, dass aus Hilfe machen. Der Kraft ist einfach weg. Ich war so wie da. Das Ding steht. Wir bringen hier vorne jetzt noch so Fender an, damit das Ding halt nicht gegen den Steg gleich knallt. Und dann würde ich sagen... Fender? Jungs, ziehen wir das gleich mal ins Wasser. Let's go! Ich hab das Seil, das machen wir jetzt fest. 3, 2, 1, ab ins Wasser! Was denkt ihr? Schwimmt's oder schwimmt's nicht? Oh, das geht ziemlich tief rein. Ey, schwimmt! Ich hol's rüber. Ja, wie lange halt, ne? Alter, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Es schwimmt, Passi. Es schwimmt. Simon, stell dich mal mittig rauf. Okay, du darfst. Okay. Wow, Alter. Ich hab noch so dieses Gefühl erwartet, wo es auf dem Land stand. Das ist eigentlich erst zum Bauen da geiler, ne? Ja, aber wo machen wir es fest? An der langen Leine. Ah, oh, cool. Also, jetzt kommen wir mal. Ist einmal drauf, zu zweit. Oh Mann. Oh. Aber schon locker. Jimmy? Boah. Also, zu viert. Also, wie ich das jetzt verstanden habe, sind noch nicht alle Fässer dran, oder? Kann man das machen hier? Alter, dieser GoPro-Gurt ist auch geil. Jetzt wird das schwimmendes Haus gebaut. Okay, mal. Wow. Das klang ein bisschen um. Okay. Alter, was ist passiert? Ist es da abgeknickt? Okay, mal. Wow. Das klang ein bisschen um. Okay, da brauchen wir Gegengewicht. Das ist jetzt ja spannende Kugel. Auf dem Wasser ist alles anders. Boah, fuck, Alter, das hat geknackt. Ja. Ja, Seitenwände. Okay, das knackt nicht. Oh, ah! Das ist echt übel. Die bauen das jetzt auf dem Wasser auf. Ach krass. Dann sind alle Regentonnen dran. Das ist Übelkrise hier. Erstmal eine Story machen. Ich hoffe, ich fall nicht ins Wasser, wa? Okay, hört sich gut an. Fühlt sich gut an. Alter, geht das nach unten. Ja. Uiuiui. Ah, okay. Hier. Ach, da ist noch mal Platz. Und da ist gewichtmäßig, auch wenn ich jetzt hier drin bin, so relativ stable. Problem ist, wenn wir jetzt angeln, sind wir halt echt... Alter! Oh, shit. Das Krasse ist, ihr beide geschossen. Ah, fuck. Das nervt richtig. Gezogen. Ja. Es hat die Verschraubungen gezogen von den Balken. Die Bolzen hängen immer noch zusammen. Das ist gut. Wir müssen das Fass halt einfach drunter packen. Das bringt doch gar nichts. Ja. Ich bin gerade fast reingefallen, Alter. Jimmy, Alter, der Mann, Alter, geht rein. Das war so der dümmste Moment. Ist völlig logisch, dass so. Ja, also es war auf jeden Fall nicht dein hellster Moment. Nee. Boah, es ist schon chillig im Wasser. Ich sehe mich schon vom Dach springen. Ich dich nicht. Passt jetzt ist auf jeden Fall hier so Spanngurt drauf gemacht und das sollte jetzt halten. Wir gehen jetzt einfach nicht mehr nach ganz vorne und bis zum Camp, keine Ahnung, holen wir uns ein paar Stahlträger oder sowas, damit das ein bisschen stabiler ist. Also hier ist es gut. Kriegen wir hin, oder? Ey, es tut mir so leid, wirklich, ne? Jetzt Pain! Ich bin zu klein. Boah, Digga. Nee. Warte. Nochmal. Oh, das Boot. Ja. Okay, Licht. Das ist doch so asozial, Alter.
Du bist neu. Einmal heute wenigstens. Part Nummer 2. Machen wir das nochmal so, ja. Uiuiui. Ui, ui. Ja, komm. Hi Red Green, grüß dich. Alter, geil. Der Vibe ist nochmal eben so viel krasser. Damit können wir jetzt ablegen. Wir schicken Jimmy einfach mal als Testkaninchen drauf. Ja, mach los, den Aal. Gehen wir mal Gassi. Gehen wir mal Gassi mit dem Haus. Gassi gehen. Ey. Wie das aussieht, Alter. Ja. Hallo, Emily. Jetzt geht es aufs Boot. Alright. Ja, was ist drauf? Dreise euch, gell? Wir fahren dann mal. Ach, so scheiße. Okay, es geht los. Oh, Alter, ich schwimme einfach, Mann. Hossi, wir sind abgelegt. Wir sind einfach. Aber wie viele Leute kommen am Ende da drauf? Da kommen doch locker 10 Leute drauf oder so auf das Boot, wenn die fahren. Abgelegt. Alter. Es schwimmt. Es schwimmt, Alter. Ey, es sieht mega solid aus. Alter. Was sie? Happy? Ja. Alter, ich bin. Das stimmt, das ist schon mal das Wichtigste. Wie ist das mit dem Paddel? Wie verhält sich da? Kann ich irgendwas damit machen? Okay, Passi, ready? Und go! Ich glaube, das dauert lange, bis du das bewegen kannst, das Teil. Ich weiß nicht. Nee. Nimmer. Mit dem Wind. Keine Chance. Ja, was machst du dann? Das ist so geil. Wir docken jetzt mal kurz an. Simon, komm so an Bord. Ui, ui. Geil. Alter, es ist schon, also so, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber es ist halt übel nice, dass man halt so rausgucken kann, ist übel krass. Man hat schon ein richtiges Seefahrtgefühl, so. Das auf jeden Fall. Es ist das Chilligste überhaupt. Auf dem eigenen Haus los. Mann, Alter, das ist schon Leben. So, wir chillen jetzt hier noch ein bisschen drauf und dann bitte muss das Ganze wieder abgebaut werden. Oh, richtig Bock drauf, Alter. Echt? Die müssen es wieder abbauen? Ja, logisch, halt nur der Test so, ob das schwimmt, aber boah. Ah, da geht noch ein bisschen was. Stark, Jungs. Boah, dieser Schlamm, der da aufgespült wird. Dann abbauen. Sprung. Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf, die ganze Zeit das Ding auf- und abzubauen. Schaffen, dass die Schrauben, ich meine, das sind wahrscheinlich schon massivere Schrauben, die nicht gleich kaputt gehen, nicht so wie bei allem, was hier in dem Haus gebaut ist, mit so Schrauben, wo einfach die Köpfe abreißen. Aber, boah, übel heftig. Gar keinen Bock. Ja, irgendwas geht kaputt. Alter! Alter! Den jetzt richtig erwischen können. Richtig! Ich sehe, die Reihe geht noch weiter mit dem Boot. Also Bauprojekte laufen immer gut auf YouTube, oder? Schaut man sich einfach gerne an. Und damit geht's dann zum Camp. Bin gespannt. Kleiner 100 PS Motor dran und ich nehme es. Die Jungs noch reagieren. Bin gespannt, ob das Ding den Jungs standhält. Danke auf jeden Fall noch an Jimmy und Simon für die ganze Hilfe. Oh, ich hab Muskelkater morgen. Wir gehen rein, alle leise sein, bitte. Nicht so scheiß, sonst vertreibt ihr die Fische. Wenn man Karpfen und Barsche und Zander fängt, dann ist Angelcamp. Ja, nice. Nice, nice, nices Video. Es geht ja auch definitiv noch weiter. Also wir werden uns vielleicht auch nochmal den nächsten Teil zusammen anschauen. Aber cooles Projekt. Und wie schon gesagt, also auf YouTube so Sachen bauen. Hammergut. Na gut. Weiter geht's. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da. Glaub mir, tut mir leid, die Qualität wird besser, wie gesagt. Es pendelt sich noch ein. Es wird alles. Also danke, dass du da warst. Danke, dass du zugeschaut hast. Wir sehen uns beim nächsten Video. Sayonara. Ciao.